Daniel blickte ruhig zu ihnen hinüber. Das sind die Schatten, die die Ankünde herbeigerufen haben. Zur Schlacht. Lou schlotterten vor Angst die Arme und Beine. Was? Um was für eine Schlacht handelt es sich? Die große Schlacht, antwortete er schlicht. Aber sie demonstrieren jetzt erstmal, wie stark sie sind. Wir haben noch Zeit. Ein Hüsteln hinter ihnen ließ Lou zusammenzucken. Daniel verbeugte sich, um höflich Miss Sophia zu grüßen, die aus dem Schatten der Gruft getreten war. Ihre Haare hatten sich gelöst und umrahmten nun unordentlich und wild ihr Gesicht, passend zum unruhigen und wilden Ausdruck in ihren Augen. Dann trat hinter Miss Sophia noch jemand aus dem Schatten heraus. Pen. Sie hatte die Hände trotzig in die Taschen ihrer Windjacke gesteckt. Ihr Gesicht war immer noch rot und sie wirkte ganz verschwitzt. Achselnzuckend nickte sie Lou zu, wie um zu sagen, Ich weiß ja nicht, was zum Teufel hier los ist, aber ich konnte dich einfach nicht allein lassen. Lou musste unwillkürlich lächeln. Miss Sophia machte einen Schritt nach vorne und hielt das Buch hoch. Unsere Lucinda hat ihre Hausaufgaben gemacht. Daniel rieb sich das Kinn. Du hast diese alte Schwarte gelesen? Hätte ich sie bloß nie geschrieben. Er klang fast verlegen, aber für Lou war es die Bestätigung, dass sie die Puzzlestücke richtig zusammengefügt hatte. Du hast das Buch geschrieben, sagte sie, und die Skizzen am Rand gezeichnet und die Fotografie von uns beiden hineingeklebt. Du hast die Fotografie gesehen? Sagte Daniel lächelnd und umarmte sie noch inniger, als hätte die Erwähnung des Bildes eine Flut von Erinnerungen in ihm ausgelöst. Natürlich. Ich brauchte eine Weile, um zu verstehen, aber dann sah ich, wie glücklich wir damals waren, und es war, als würde sich in mir drinnen eine Tür öffnen. Plötzlich wusste ich. Sie legte eine Hand auf seinen Nacken und zog sein Gesicht zu sich heran. Miss Sophia und Pen, die neben ihnen standen, waren ihr in diesem Augenblick völlig egal. Als Daniels Lippen die ihren berührten, verschwand der düstere, bedrohliche Friedhof um sie herum und auch die halb eingestürzten Grabmäler und auch die Heuschreckenschatten, die sich in den Bäumen drängten und sogar der Mond und die Sterne. Als sie das erste Mal die Fotografie sah, die in Helston aufgenommen war, hatte sie der Anblick zu Tode erschreckt. Die Vorstellung, dass von ihr selbst so viele vergangene Versionen existiert haben sollten, war einfach zu viel für sie. Aber jetzt, in Daniels Armen spürte sie, wie alle ihre früheren Ichs sich vereinten, eine große Gesellschaft von Lou's, die ein und denselben Daniel immer wieder und wieder geliebt hatten. So viel Liebe, all diese Liebe strömte ihm nun aus ihrem Herzen und ihrer Seele entgegen, drang aus jeder Pore ihres Körpers und füllte den Raum zwischen ihnen. Unendlich öffnete sich ihr Inneres für die Worte, die er gesagt hatte, als sie gemeinsam zu den Schatten hochblickten. Sie hatte keine Schuld auf sich geladen. Sie hatte nichts falsch gemacht. Es gab für sie keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Konnte das wahr sein? War sie unschuldig am Tod von Trevor und von Todd? Wie sie das selbst immer gehofft und tief in ihrem Inneren auch geglaubt hatte? Sie spürte, dass Daniel die Wahrheit sprach. Und sie fühlte sich, als würde sie nach einem langen Albtraum erwachen. Sie war nicht länger das Mädchen mit den versenkten, abgeschnittenen Haaren und den unförmigen schwarzen Klamotten. Nicht länger das Sorgenkind, der ewige Problemfall, die Neurotikerin, aus gutem Grund auf eine finstere Schule wie die Sword and Cross geschickt. Nein, sie war Lou's, die Daniel liebte. Daniel, sagte sie und schob seine Schulter sanft zurück, damit sie ihn anschauen konnte. Warum hast du mir nicht früher erzählt, dass du ein Engel bist? Und warum hast du gesagt, du seist verdammt? Daniel schaute sie unruhig an. Ich bin nicht sauer auf dich, erklärte sie. Ich will es wirklich wissen. Ich konnte es dir nicht erzählen, sagte er. Das ist alles so kompliziert und verwickelt. Ich hatte bis jetzt auch keine Ahnung, dass du selbst drauf kommen könntest. Wenn ich es dir zu früh oder zum falschen Zeitpunkt erzählt hätte, dann wärst du wieder verschwunden und ich hätte erneut warten müssen. Ich habe schon viel zu lange warten müssen. »Wie lange?« fragte Lou's. »Nicht so lange, um zu vergessen, dass du es wert bist. Jedes Opfer, jeden Schmerz.« Daniel schloss für einen Moment die Augen. Dann blickte er hinüber zu Pen und Miss Sophia. Pen hockte auf dem Boden und hatte den Rücken gegen einen verwitterten, schwarzen Grabstein gelehnt. Die Knie hatte sie zu sich herangezogen und sie kaute nervös auf ihren Fingernägeln.
Miss Sophia hatte die Hände in die Hüften gestützt und sah aus, als hätte sie etwas Wichtiges zu sagen. Daniel wich einen Schritt zurück und Lou spürte einen kühlen Luftzug zwischen ihnen beiden. »Ich habe immer noch Angst, dass du jede Minute...« »Daniel!« rief Miss Sophia mahnend. Er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Unser Zusammensein ist nicht so einfach, wie du es dir vielleicht vorstellst.« »Natürlich nicht«, sagte Luz. »Schließlich bist du ja ein Engel. Aber jetzt, wo ich das weiß...« »Lucinda Price!« Diesmal richtete sich Miss Sophias Zorn gegen Luz. »Was er dir zu sagen hat, willst du lieber nicht wissen. Und Daniel, du hast nicht das Recht dazu. Es wird sie umbringen.« Luz schüttelte den Kopf. Miss Sophias Warnung fand sie merkwürdig. »Ich glaube, ein bisschen mehr Wahrheit kann ich ganz gut vertragen.« »Es handelt sich nicht um ein bisschen mehr Wahrheit«, sagte Miss Sophia, die sich zwischen Luz und Daniel drängte. »Und du wirst es nicht überleben, so wie du es in den Tausenden von Jahren seit dem Engelsturz nicht überlebt hast.« »Daniel, wovon redet sie da?« Luz versuchte, an Miss Sophia vorbei, nach Daniels Handgelenk zu greifen. Aber die Religionslehrerin verhinderte das. »Was es auch ist, ich kann damit umgehen«, sagte Luz, die allmählich ungeduldig wurde. »Keine Geheimnisse mehr. Ich liebe ihn.« Es war das erste Mal, dass sie es laut ausgesprochen hatte. Sie bedauerte nur, dass sie die drei wichtigsten Worte, die sie kannte, an Miss Sophia gerichtet hatte und nicht an Daniel. Sie wandte sich an ihn. Seine Augen leuchteten. »So ist es«, sagte sie. »Ich liebe dich.« Jemand klatschte, hinter den Bäumen und Gräbern versteckt, langsam und laut Beifall. Daniel fuhr herum. Seine Haltung war angespannt, zum Kampf bereit, und Lou spürte die alte Angst wieder in sich aufsteigen, spürte, wie sie vor Schreck erstarrte. Was Daniel jetzt in den Schatten sah, würde sie auch gleich sehen, und sie fürchtete sich davor. »Bravo, bravo! Ich bin wirklich sehr gerührt, und das erlebt man ja heute nur noch selten, wie ich leider anmerken muss.« Cam trat aus dem Schatten hervor. Seine Augen hatte er mit goldenen Lidschatten umrahmt, der im Mondlicht glänzte, was ihm ein raubtierhaftes Aussehen verlieh. »Ich finde das ja so unglaublich süß«, sagte er. »Und er liebt dich auch, nicht wahr? So einfach ist das. Du liebst sie doch, Daniel, oder?« »Cam«, warnte ihn Daniel, »komm jetzt nicht damit.« »Womit denn?«, fragte Cam, hob den linken Arm, schnippte einmal mit den Fingern und eine kleine Flamme, wie von einem Streichholz, brannte über seinen Fingerspitzen. »Meinst du etwa das?« Das Echo seines Schnippens schien noch in der Luft zu schweben, von den Grabsteinen des Friedhofs wiederzuhallen, lauter zu werden und sich zu vervielfachen, während es hin und her gestoßen wurde. Zuerst dachte Luz, von irgendwoher käme noch mehr Applaus. Als klatschte ein düsteres, dämonisches Publikum ihnen beiden, Daniel und ihr, und ihrer Liebe spöttisch Beifall, so wie Cam es getan hatte. Aber dann erinnerte sie sich an den unheimlichen, grollenden Flügelschlag, den sie vor kurzem erst gehört hatte. Ihr stockte der Atem, als bald darauf Tausende von Abertausenden von schwirrenden schwarzen Pfeilen folgten. Der Schwarm der Heuschreckenschatten, der in den Wald hinter dem Friedhof verschwunden war, tauchte wieder über ihren Köpfen auf. Das dumpfe, schnarrende Geräusch, das sie machten, wurde so laut, dass Lucy sich die Ohren zuhalten musste. Pan, die am Boden saß, hatte den Kopf zwischen die Knie gesteckt. Doch Daniel und Miss Sophia schauten ruhig und reglos zum Himmel, während das laute Missgetön anschwoll und sich verwandelte. Es klang jetzt eher nach sehr lauten Sprinkleranlagen, die abwechselnd an- und ausgestellt wurden, oder nach dem Zischen von tausenden Schlangen. »Oder vielleicht das?«, fragte Cam seelenruhig, als die ekelhaften, formlosen Schattenflecken sich rings um ihn niederließen. Die Insekten begannen zu wachsen und ihre Flügel auszufalten. Sie wurden größer, als Insekten jemals werden konnten. Sie tropften wie zähflüssiger Klebstoff vom Himmel herunter und setzten sich dann zu viergliedrigen, schwarzen Körpern zusammen. Und kaum war dies geschehen, als lernten sie bereits, ihre Glieder zu gebrauchen, noch während sie sich formten, hieften sie sich auf ihre unzähligen Beine hoch und kamen herangekrochen, wie Gottesanbeterinnen in Menschengröße. Cam begrüßte sie, als sie sich um ihn versammelten.
Bald bildeten sich hinter ihm eine riesige Armee von Nachtschattenkörpern. »Tut mir leid«, meinte er. »Habt ihr mir nicht gesagt, ich soll das tun?« Er schlug sich in gespielter Verzweiflung gegen die Stirn. »Daniel«, flüsterte Luz, »was geht hier vor sich?« »Warum hast du den Waffenstillstand zwischen uns gebrochen?« rief Daniel. »Ach so, ja. Wie heißt es so schön? In harten Zeiten muss man hart durchgreifen.« Cam grinste Daniel höhnisch an. »Und zusehen zu müssen, wie du ihren Körper mit deinen überirdischen und engelsgleichen Küssen bedeckst. Das ist echt hart.« »Hör auf damit, Cam«, rief Luz, die nicht mehr verstand, wie sie jemals hatte zulassen können, dass er sie berührte. »Alles zu seiner Zeit, Schätzchen.« Cam warf ihr einen verächtlichen Blick zu. »Oh ja, es wird wieder eine Schlägerei geben. Wegen dir, Baby. Wie immer.« Er strich sich übers Kinn und kniff die Augen zusammen. »Eine mächtige Schlägerei, das kannst du mir glauben. Mit mehr Opfern diesmal. Mach dich schon mal darauf gefasst.« Daniel nahm Luz fest in die Arme. »Erklär mir, warum. Das schuldest du mir, Cam.« »Du weißt, warum«, dröhnte Cam höhnisch. »Sie ist immer noch da.« Er deutete auf Luz. »Wenn auch nicht mehr lange.« Er legte die Hände auf die Hüften und mehrere Schatten, die sich inzwischen in fette, endlos lange schwarzen Schlangen verwandelt hatten, glitten an seinem Körper hoch und wandten sich um seine Arme. Er streichelte der größten Schlange liebkosend über den Kopf. »Und wenn deine große Liebe diesmal zu einem kümmerlichen Aschehäufchen verbrennt, wird es für immer sein. Denn diesmal, das wissen wir beide, ist alles anders.« Cam setzte ein strahlendes Lächeln auf, und Luz glaubte zu spüren, wie Daniel eine Sekunde lang erbebte. »Stimmt nicht ganz. Etwas bleibt immer gleich, und ich habe inzwischen sogar eine gewisse Schwäche für deine Beständigkeit, Grigori.« Cam machte einen Schritt vorwärts, und seine Schattenlegion folgten ihm. Luz und Daniel, Pan und Miss Sophia, wichen einen Schritt zurück. »Du hast Angst?« sagte er. »Und ich nicht.« »Weil du nichts zu verlieren hast«, erwiderte Daniel. »Ich würde nie mit dir tauschen wollen.« machte Cam und tippte sich mit den Zeigefingern ins Kinn. »Das werden wir noch sehen.« Er blickte lächelnd in die Runde. »Muss ich es extra ausbuchstabieren?« »Scheint so. Diesmal hast du viel mehr zu verlieren als sonst. Es geht um etwas viel Größeres, und deshalb wird es mir noch viel mehr Spaß machen, deine große Liebe zu vernichten.« »Wovon redest du?« fragte Daniel. Neben Luz öffnete Miss Sophia den Mund und gab eine Reihe wilder, heulender Laute von sich. Sie wedelte mit den Händen über den Kopf, in einer rhythmischen, fast tänzerischen Bewegung. Ihre Augen waren weit aufgerissen und blicklos, als wäre sie in Trance gefallen. Ihre Lippen zuckten, und Luz bemerkte erschrocken, dass sie ins Zungenreden verfallen war. Daniel packte Miss Sophia am Arm und schüttelte sie. »Nein, der Meinung bin ich auch. Das ergibt keinen Sinn«, flüsterte er. Anders als Luz schien er Miss Sophia fremdartige Sprache zu verstehen. »Was hat sie gesagt?« fragte Luz. »Lass es uns für dich übersetzen«, ertönte eine vertraute Stimme vom Dach der Gruft. »Arian«, und neben ihr stand Gabby. Als würden sie von hinten angestrahlt, waren beide in einen merkwürdigen Silberglanz gehüllt. Sie sprangen herunter und landeten lautlos neben Luz auf dem Boden. »Cam hat recht, Daniel«, sagte Gabby schnell. »Diesmal ist etwas anders. Etwas mit Luz. Der Kreislauf könnte durchbrochen werden, aber nicht so, wie wir es uns wünschen. Ich will damit sagen, er könnte ein Ende finden. Kann mir vielleicht jemand erklären, wovon hier die Rede ist?« mischte Luz sich ein. »Was ist anders? Wie durchbrochen? Und worum geht es überhaupt bei dieser Schlacht?« Daniel, Arian und Gabby starrten sie alle einen Augenblick an, als versuchten sie sich zu erinnern, wer sie eigentlich war. Als kannten sie Luz von irgendwoher, aber als hätte sie sich von einer Sekunde auf die nächste so verändert, dass sie nicht mehr wussten, wohin mit dem Gesicht, das sie vor sich sahen.